Kurz kleines Statement geben zu zwei Videos, die ich gestern gemacht habe. Ja? Beziehungsweise die habe ich nicht gestern gemacht, sondern die wurden gestern hochgeladen. Und zwar das eine, da geht es um das Posten und Verteilen von Bildern, wo Muslime am Leiden sind. Und ich möchte hier erstmal sagen, das ist meine Meinung. Ja? Es gibt hier keinen Hadith oder kein Ayah, der das verbietet. Ja? Das ist mein eigener Ijtihad aus Erfahrung heraus. Dass ich glaube, dass in vielen, nicht in allen, in vielen Situationen das mehr Schaden bringt als Nutzen. Erstens, wir beschäftigen uns oft dann mit Sachen, die weit von uns entfernt sind, übermäßig. Heißt nicht, dass man sich damit nicht beschäftigen soll. Anstatt uns mit den Problemen vor der Haustür zu beschäftigen, die wir wirklich verändern können. Das heißt, es ist oft Beschäftigungstherapie. Am anderen Ende der Welt passiert etwas und bei uns vor der Tür passiert andauernd etwas, wo wir selber etwas dran verändern können. Aber wir verändern nichts dran, weil wir mit den Problemen beschäftigt sind, die am anderen Ende der Welt sind, die auch unsere Probleme sind, weil es unsere Geschwister sind und wir sollten auch Dua dafür machen und wir sollten nicht so tun, als wenn uns das nichts angeht. Nicht, dass mich da jemand falsch versteht. Aber ich glaube, dass es oft so weit ausartet, dass man sich nur noch damit beschäftigt und nur noch Bilder postet und nur noch Videos postet. Und es geht so weit, dass es dann so ist, dass jemand schreibt, hey, sag mal was dazu. Okay, guck mal Leute, ich habe jeden Tag hunderte Themen, über die ich theoretisch reden kann. Warum soll ich jetzt gerade über dieses Thema reden? Weil es dort in der politischen Situation ein bestimmtes Problem gibt. Ja? Natürlich, manchmal mache ich das, aber ich mache das nicht immer. Und zum Beispiel jetzt Flüchtlingsproblem oder was weiß ich, in Griechenland oder das Problem in Indien. Ja, und bei manchen ist das so wie, boah, was für ein Verrat, warum redest du nicht darüber? Vor kurzem hat mich zum Beispiel jemand gefragt, Berichte über das, was in Indien passiert. Okay? Warum soll ich darüber berichten? Wie gesagt, ich sage nicht unbedingt, dass das jetzt, hier sage ich nicht unbedingt, dass das verkehrt ist, weil wir noch viel zu wenig dafür sensibilisiert worden sind, was in Indien passiert. Aber okay, warum soll ich darüber berichten? Was passiert dann? Ja, damit wir aufmerksam werden. Okay, was passiert, wenn wir aufmerksam werden? Was ist dann genau? Was passiert dann genau, wenn wir aufmerksam werden? Was ist dann die Wirkung dadurch? Was passiert dann genau? Machen wir Dua? Okay. Da kann ich ja sagen, los, komm, lass uns Dua machen. Nee, in Deutschland gibt es vier Krankheiten, die daran schuld sind, dass wir nicht zusammenarbeiten. Und das führt zu den Meinungsverschiedenheiten. Ja, die vier Krankheiten, die die Uber spalten: Macht, Gier, Neid, Feigheit und Dummheit. Das sind die vier Krankheiten, die dafür sorgen. Okay? So, wozu führt das dann, liebe Geschwister? So, wenn wir darüber berichten. Lenkt es uns ab von Dingen, die vielleicht wichtiger sind in unserer Situation? Nämlich, wie wir die Jugend von der Straße kriegen, wie wir die Dauer hier nach vorne kriegen, wie wir unsere Probleme, die wir wirklich verändern können, verändern können. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wenn wir über Sachen berichten, die hier passieren. Ungerechtigkeit gegen Muslime. Ja, gestern ist ein Muslim von Nazis dort und dort geschlagen worden. Gestern ist dieses und jenes passiert. Der und der hat das und das gemacht. Okay? Was passiert, wenn ich das poste? Was passiert? Was passiert? Geht dann dadurch ein Aufbäumen durch die Umma, dass wir sagen, boah, jetzt müssen wir zusammenhalten, jetzt müssen wir was gemeinsam tun, jetzt ist es an der Zeit gekommen, die haben dieser Frau Kopftuch verboten, die haben dem und dem Muslim das und das gemacht, die haben die und die Moschee geschlossen, jetzt müssen wir etwas tun, wird das passieren?
Wenn das passieren würde, würde meiner Meinung nach es super viel Sinn machen, solche Sachen zu posten und darauf aufmerksam machen und so weiter. Aber das ist ja nicht das, was passiert in den meisten Fällen. Sondern aus meiner, weil es könnte jetzt jemand sagen, ja, aber Hamza, hast du das nicht früher auch gemacht? Ja, klar. Deswegen sage ich, ich rede aus Erfahrung. Das habe ich ja auch gemacht. Weil ich immer gedacht habe, wenn ich etwas poste, guck mal, da und da ist einer Schwester dieses und jenes passiert, das und das ist einer Schwester dort und dort passiert. Ich bin voll davon ausgegangen, weil ich ja noch nicht so lange im Islam dabei war und die Umma in Deutschland nicht so erlebt habe. Ich habe voll gedacht, boah, die Muslime halten zusammen, jetzt werden die anfangen und jetzt werden wir etwas bewegen und was weiß ich, zu tausend auf die Straße gehen, unsere Rechte fordern. Aber noch nicht mal als Marwa Sherbini im Gerichtssaal erstochen wurde und wir von Stadt zu Stadt gegangen sind, Düsseldorf zwei Kundgebungen, Mönchengladbach eine Kundgebung, Berlin eine Kundgebung, Heilbronn eine Kundgebung, München eine Kundgebung, bestimmt noch eine Stadt, die ich jetzt vergessen habe. Was ist passiert? In Berlin, als wir die Kundgebung in Berlin gemacht haben, gab es ein Seminar in einer Moschee, da waren 700 Muslime. Und denen wurde gesagt, nein, geht dort nicht hin. Und es wurde sogar woanders erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Moschee gewesen ist, wir wollen keine Probleme mit dem deutschen Staat haben. So. Wären wir damals aufgestanden in dieser sensiblen Situation, hätte man es schon vor 10 Jahren, vor über 10 Jahren schaffen können, islamfeindliche Hetzseiten in Deutschland zu fließen.